Der Müllabfuhr-Simulator in der Demo-Version, weil ich für dieses grandiose Spiel, dieses unglaubliche Stück meisterhafter Programmierung, da wollte ich noch keine 20 Euro für raustun. Ich wollte warten, bis es teurer wird, um das Spiel mit mindestens 100 Euro würdigen zu können. So, hier haben wir schon mal verschiedene Menüpunkte. Das ist schon ein Feature vom Spiel, dass man sich hier beim Menü schon eigene Punkte raussuchen kann, wie zum Beispiel das Impressum, ein Spiel von IceBytes und Contendo in Zusammenarbeit mit IceBytes und Contendo. Und ein Team hat hier auch dran gesessen, der Herr Andreas Seidler, der Christoph Piasecki, Janis Nagel, Florian Prock, Nils Daumann, seid mir alle gegrüßt. Ihr habt mein Leben ganz doll bereichert. So, meine Einstellung zum Spiel verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Hier kann man auch verschiedene Sachen einstellen übrigens. Also es nennt sich Konfiguration. Das ist jetzt auch ganz neu, brandneu. Ich kann leider nicht auf Maximaltexturen schalten und die Umwelttexturen auf hoch. Und auch nicht auf High-End-Modus, weil man dazu leider die Vollversion braucht. Ebenso wie für viele Passanten und viel Verkehr. Darum stellen wir mal zurück, denn wir haben schon alles ganz hochgeschaltet, wie es eben geht. So, die Highscore. Welche Highscore-Liste soll angezeigt werden? Offline. Das heißt, es gibt auch eine Online-Liste. Aber ich glaube nicht, dass dieses Spiel Multiplayer-fähig ist. So First-Person-Shooter vielleicht, wo man sich gegenseitig mit alter Kacke bewirft, die man aus Mülleimern gekratzt hat. So, starten wir mal das Spiel. Ich habe ja schon mal mit Kalle ein bisschen angespielt. Das ist schon ein bisschen her. Wir machen natürlich einen neuen Spieler. Und der heißt, wie heißt denn ein vorbildlicher Mensch, der uns unseren Unrat wegholt? Der könnte natürlich heißen, Wolfram Ingelbert. Ja, fantastischer Name. Ein Logo können wir uns auch noch aussuchen. Da hier so ein Klo zum Beispiel, das ist ein super Logo für eine Müllabfuhrfirma oder ein Feuer. So, dass wir quasi alles einfach verbrennen. Ein Lagerfeuerchen, ein Truck. Wir nehmen natürlich das Klo. Die Designfarbe Orange ist natürlich der Klassiker unter den Müllmännern. Aber heutzutage darf man ruhig ein bisschen Farbe bekennen. Und wir in unserer Öko-Firma, wir spülen ja alles durchs Klo. Darum nehmen wir hier kein Grün, sondern Kackebraun. So, Müllarten, Restmüll. Da kann man sich ja noch alles aussuchen, was es so gibt. Was, wo man halt Farben zuordnet, welche Farben die so haben, die Mülleimer und so weiter. Lassen wir alles mal so und drücken auf OK. Der Ladevorgang übrigens, ein weiteres herausstechendes Feature, gibt uns Zeit und Möglichkeit, vorher nochmal aufs Klo zu gehen und die Hände zu waschen. Darf man ja nicht vergessen. So, der Balken ist voll, wir hören schon erste Straßengeräusche, aber leider geht's schon los. So, herzlich willkommen. Dies ist Ihr Fuhrpark. Sie sollten zuerst einen Kredit aufnehmen, ein Fahrzeug kaufen und Personal einstellen. Was die meisten nämlich nicht wissen, der Müllabfuhrsimulator ist nicht nur eine hervorragende Racing-Simulation, sondern man kann und sollte auch vorher noch einen Müllwagen kaufen, um diesen zu fahren. Also wir fangen mit 0 Euro an. Hier Unternehmen, Name, Pipapo, kann man nachträglich alles ändern. Und Konto und Bilanz. Was haben wir denn da? Wir haben einen Kontostand von 0 Euro, aber schulden auch niemandem was. Können aber hier Kredite aufnehmen. Ein Gründerkredit 10.000 Euro, Zinsen pro Tag 25 Euro. Und diese müssen wir in maximal 100 Tagen zurückzahlen. Sonst kommt Moskau in Kasso und schlägt uns auf offener Straße zusammen. Kleinkredit, Kurzkredit. Ist alles unbrauchbar, ist alles viel zu teuer. Wir nehmen natürlich den Gründerkredit. Und den wollen wir wirklich aufnehmen. So. So einfach geht das. Der Kreditbetrag wurde auf Ihrem Konto gut geschrieben. Also, wenn man zur Bank geht, kriegt man sofort 10.000 Euro Kredit. Das ist ja nicht schwer. Was ist das denn hier? Es sind sogar 100.000 Euro, wie ich hier oben gerade sehe. Nur, oder hier sind zumindest vier Nullen hinter dem Punkt. Was für mich eigentlich 100.000 Euro sind und der Punkt ist falsch. Ja, da hat wohl ein Müllmann programmiert. Entschuldigung. Konto und Bilanz. Haben wir jetzt Kontostand
100.000 Euro mit einem falschen Punkt. Belegschaft, Angestellt und Bewerber. Wir haben noch keine Angestellten, aber drei Bewerber. Und da wären der intelligente Steff, der promovierte Eddie und Dr. Manne. Alles sehr hochqualifizierte Mitarbeiter. Und die beiden hier teilen nicht nur das gleiche Gesicht, sondern auch den gleichen Friseur. So, der Steff 100 hat eine Erfahrung und kostet 50 Euro in der Einstellung. So auch die beiden anderen. So, dann stellen wir hier mal Aktion, passiert gar nichts. Stellen wir den Steff mal ein. Wollen Sie den Müllmann wirklich einstellen? Huch, jetzt steht da, Moment, 150 Euro. Vorher stand da 50 Euro. Ach, der Steff ist natürlich schon High Class. Das ist echt so ein Professor der Müllologie. Der hat nämlich schon drei Erfahrungen. Also bleiben wir erstmal bei den billigen, beim billigen Eddie und Manne. Das sind Brüder und die können wir zum Schnäppchenpreis von 50 Euro aus der Arbeitslosigkeit erretten. Der Müllmann gehört ab sofort zu ihrer Belegschaft. Einen herzlichen Glückwunsch dazu. Ich bin dankbar. Wir brauchen übrigens zwei Müllmänner. Und zwar einer, der fährt und einer, der den Müll hinten ranholt. Also stellen wir den Bruder auch gleich mal an. Und haben schon ein florierendes Unternehmen. Also jetzt stimmt es auch wieder mit der Null hier wieder. Jetzt haben wir 9.900 Euronen. Fuhrpark. Wir haben noch gar keinen Fuhrpark. Also in der Fahrzeugbörse noch schnell einen Porsche gekauft. Hier ist der Neuwagenhändler. Da können wir uns auch für 5.500 Flocken hier so einen alten Brummi holen. Aber gebraucht kostet der gleiche nur 3.850. Also dann holen wir uns den mal. Der wird gleich noch umlackiert, der Gute. Da, 50 Euro, damit dann unseren spritzigen Unternehmensfarben ab sofort durch die Straßen kantappert. So, Werbeflächen gibt es in der Demo-Version nicht. Da könnte man ansonsten wahrscheinlich noch Werbung auf den alten Müllwagen pressen und somit noch den ein oder anderen Eurocent verdienen. So, wir haben einen Müllwagen. Der hat ein bisschen Schaden genommen, weil er halt gebraucht ist. Was kostet denn eine Reparatur? 1500 Euro. Das heißt 4000, tralala. Das heißt, wir sind, hätten uns auch gleich einen neuen. Ja, danke schön. Wir hätten uns auch gleich einen neuen kaufen können. So, Belegschaft. Die beiden müssen wir noch einsetzen. Ach, stimmt ja. Wir müssen die beiden noch einsetzen, denn. Und da kostet es nochmal 10 Euro. Da greifen wir tief in die Börse hinein und stürzen uns in Unkosten. Ja, am nächsten Auftrag nehmen die beiden hier teil. Einsetzen. So, ja, wunderbar. Die Spannung ist schon an diesem Punkt kaum zu überbieten. Und wer glaubt, es geht nicht mehr, der wird gleich staunen. Denn wir fahren in die Vorstadt. Stadtgebiet, Vorstadt 1, Einparteienhaushalte, Müllart, Altpapier, Müllaufkommen wenig. Und da haben wir auch kein Zeitlimit und kriegen 100 Euro Honorar. Achso, und wir müssen erstmal ein Fahrzeug aktivieren. Natürlich, weil man alles aktivieren muss. Wenn ich morgens aufstehe, muss ich meine Hose auch erstmal aktivieren. So, jetzt können wir aber voll durchstarten. Natürlich erstmal unser Freund, der Ladebalken. Der lädt hier ein bisschen vor sich hin. Alter, ich bin bei der Ladevorgang. Yeah. Gut, die Grillen zirpen, weil der Witz so total lustig war. Auch wieder ein Feature vom Müllabfuhrsimulator. Leider 2008. Es gibt noch keine 2010er Version. Ich weiß leider nicht warum. Und da ist das Spiel zum ersten Mal abgestürzt. Toll!